Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fury. Heute am Ostersonntag, dem 21.04. um 7.29 Uhr, genau. Das ist der Vorteil, ne? Wenn ich hier einen Laptop stehen habe, mit dem ich jetzt gerade aufnehme, da steht immer die Uhrzeit und Datum alles schön drauf, ja. Nee, wir waren beim letzten Mal ja stehen geblieben. Wir haben 4 Wärter, glaube ich, kaputt gemacht, genau. Erstmal hier den Kollegen, der uns auch bewacht hat. Dann die Olsche, ne, die mit ihren Laserstrahlen aus ihren Augen schießen konnte. Dann den alten Sack, der gar nicht so alt gekämpft hat, sondern ziemlich gut war. Und zu guter Letzt den Kollegen, gerade in dieser, ja, verseuchten Stadt, postapokalyptischen Stadt, wie will man sie nennen, was so ein bisschen an Kanalisation erinnert hat. Und jetzt, das finde ich nämlich ganz geil auch an dem Spiel, wenn man sich dem Spiel wieder widmet, ja, ist zum einen der Startbildschirm anderer, also der ist dann immer genau dem, ich sag mal, angeglichen, wo wir uns gerade befinden. Und auch das, was unser Kollege hier, der da oben auf dem Steinchen sitzt, wo irgendwie Boxen eingebaut sind, okay, ist ja egal. Der erzählt auch immer was anderes. Immer so diese kurze Vorgeschichte, wieso, weshalb, warum wir jetzt ausgerechnet jetzt gegen den nächsten Kollegen kämpfen müssen, beziehungsweise die Vorgeschichte von dem. Jo, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, oder? Denn dieser Kampf, beziehungsweise der Hintergrund dieses Kampfes, der, habe ich ja schon beim letzten Mal erzählt, hat mich damals an meinen Taten etwas zweifeln lassen, ja. Aber ihr werdet schon sehen, ihr werdet schon sehen. Aber auch hier richtig geile Mucke. Ne, richtig geile Mucke. Ich hoffe mal, ich habe die ersten Parts jetzt auch so geschnitten, dass es einigermaßen noch verständlich war, auch das, was ich gebrabbelt habe und so. Ich habe nur mal zwischendurch reingehört. Ich war auf jeden Fall meistens zumindest relativ gut zu verstehen. Ob es jetzt durchgängig ist, kann ich jetzt nicht beschwören. Aber jetzt kommen wir auch jetzt wieder von der, ja, wenn man das letzte städtisch nennen kann, von einer städtischeren Gegend jetzt wieder in eine komplett verlassene, naturbehaftete, ne? Ich meine, Wüste ist auch Natur, ne? I know this is hard, but when I am struggling to keep faith, I think about the beauty of the world beyond. Ich mag das auch, was der immer erzählt. It keeps me focused. It keeps me going. Es könnte direkt echt ein Metal Gear Charakter sein, finde ich. Auch wie er spricht. Geiler Typ. You were captured, thrown in prison, tortured. Finally, you escaped. And here they are, those guardians. Handpicked, top of their game, killing machines. Just waiting to throw you back in. How does that make you feel? Ja, stimmt, der, gegen den wir jetzt kämpfen werden, das ist ja auch der, der uns ursprünglich eingesperrt hat. They didn't kill you already, because they can't. Believe me, they would if they could, without blinking. Second best for them now is to put you back in chains. Can you feel it? The anger? Good. Focus on it. Let it grow. Und das ist auch ein geiles Bild. Let me tell you some more about what this one did to you. You need to know. Then there'll be no stopping you. He is the one who got you here in the first place. He is the one who brought you down. He led the men who captured you. Hundreds of them against you. Was that fair? What do you say? An eye for an eye, huh? Time to take your revenge. Okay, ein bisschen freie Übersetzung, okay. Aber der Aufbau ist auch so echt. Ich kann es eigentlich immer wieder erwähnen. The jailer is the key. Kill him and you will be free. Also ich kann es immer nur wieder erwähnen, wie geil der Aufbau der Musik einfach zu den Bildern passt.
He who knows no fear, knows no courage. I take mine from you. We are what we fight for. I look at you, stranger, and I see nothing. Desolation. Death. You are alone. I am fighting for something much greater than this. Can you imagine the strength that gives me? I doubt it. And so your fight ends here. I brought you to your knees once already. Whoa, 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 okay, ich mag gedacht, ich abschießen. Und meine Batterie ist fast leer, deswegen ist es natürlich äußerst unpraktisch. Okay, fuck. Jetzt muss ich aber kurz überlegen. Aber noch eine Stereotype abgehakt als Kämpfer. Fuck you! Scheiße. Nimm ich den Ritter. Oh, was tust du? Geh weg. Der war eigentlich auch nicht sonderlich schwer. Aber die Mucke ist so geil. Die Mucke ist so Amiga, ne? Pjaums! Verpiss dich! Ui! Jawoll! Auf den Sack, Gibbet! Ja? So. Wunderbar. Ich hab ihn noch drauf. Ich hab ihn noch drauf. Jones. Okay, wenn ich ihn dann halt nicht abschießen kann, dann muss ich halt auf Geschwindigkeit setzen. Oh, fuck. So. Erste Runde. Nee. Schade, noch nicht. Ja, aber klar, die hat natürlich eine fette Rüstung, ne? Also ich meine, darf ich nicht damit rechnen, dass ich jetzt so ohne weiteres mit zwei Schlägen kaputt kriege? Aber jetzt geht's in den Nahkampf. Komm. Was? Was zum? Warum nicht? Ich raff's wirklich nicht. Ich dachte, ich bin jetzt im Nahkampf. Okay. Okay. Fuck, fuck. Ach, shit. Komm her, du Sau. Ich lade mal kurz mein Schwert auf. Ach, meine Güte, ey. Das klappt alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, was hast du vor, Kollege? Okay. Jawohl. Und tschüss. So, erste Runde überstanden. Ich mag die Stimme auch voll von dem. Wow. Scheiße, 30 der ab. Ich werd wahnsinnig. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. 3 Punkte hat er mir ab und zu mir gesagt. Was tust du? Alter. Oh. Vom Timing her ist das jetzt gerade noch nicht so gut. Muss ich sagen. Was ich hier treibe. Mein Gott. Okay, der will noch ein drittes Mal schlagen. Lasse ich aber nicht zu. Das kann ich leider nicht dulden. Sollte mal meinen Viereckschlag machen, dass ich ihn auch betäuben kann. Okay. Bounce! Alter, ich kann mich so hart... Fuck you! Ich kann mich so hart weit dienen. In meinem Scheiß. Alter, ich werd wahnsinnig. Ich krieg's nicht hin. Zum Thema, ich hab's schon drauf, ne? Ich muss die aufgeladenen Schlag nehmen. Okay. Nein! Mann! Das ist nicht zu glauben. Okay. Aber ich muss noch den kompletten Nahkampf überstehen. Das heißt, er muss mich ein paar Mal schlagen. In der Hoffnung, dass ich das irgendwie überleben werde. Ich weiß es noch nicht, wie ich das tun soll. Ja, dann schlag doch. Oh, fuck. Okay, es wird lustig. Au! Ja, shit. Das finde ich auch geil. Der will mich dann einfach wieder wegschleppen und gefangen nehmen. So, jetzt aber hin. Das war jetzt gerade nur Aufwärmen, ne? Och. Hast du dich getroffen? Nein! Oh, die Schlagvolle kann er daneben, Alter. Was ist denn hier los?
gut. Komplette Kombo gekontert. So. Das zieht auch so wenig ab bei denen. Zieht euch das mal rein. Fünftel oder was? Wie gesagt, ne, der kann halt viel aushalten, klar. Er ist ein verfickter Ritter mit einer fetten Rüstung. Was erwartet? So, aber er sieht auch schon deutlich, deutlich komfortabler aus. Okay. Schlag mich. Kannst du ruhig mehr als einmal schlagen, du das nicht, ne? Bin ich so zimperlich. So. Reicht das schon? Nee, noch nicht, okay. Kurz Kontrollblick, nehme ich auf. Ja. Ach, fuck you, man! Hör auf, Small Hauen, du Sack. Nein! Nur weil ich zu geil war, den Scheiß aufzuladen. So. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich werde bekloppt. Das ist nicht super. Nein! Voll reingesprungen. Na, jetzt bin ich auch noch zu weit geboostet, Alter. Ich werde warten. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ich sterbe. You're no match for me. Give up while you can. Das ist die Voraussetzung. It's the right thing to do. Okay. Nein, ich bin tot. Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Der ist echt nicht so schwer. Oh. You can't escape. Ja. Ich hab nur eine Chance. Obacht, Obacht. Ozapfis. Oh. Unglaublich, ernsthaft. Unglaublich. So eine Scheiße, echt. Ja, okay, jetzt will er sich prügeln mit mir. Wenn Schild grün wird, dann geht der Nahkampfmodus. Ich hab gerade. Hab doch gerade mit dem Perfect abgeschlossen, oder? Was? Hey! Oh, nein, Entschuldigung. Mein Fehler. Zwei Dinger hat er mir abgezogen. Ich werde bekloppt. Es ist nicht zu glauben. Meine Güte, ey. Einmal ein bisschen Konzentration, Dennis. So. Ah, meine Herren, ey. Oh, cool, eine perfekte Parade. Ja, habe ich jetzt nicht gerechnet, aber stimmt, das kann ich auch noch machen. Theoretisch zumindest. Na, zu früh, dieser fucking Versatz. So. Okay. Nein! Okay. Nein, zu früh. Ja, der zieht auch viel zu viel ab, diese Scheißwelle. Komm, jetzt hab ich's aber raus. Jetzt hab ich's raus. Und das liebe ich auch so. Man lernt so viel bei dem Spiel, ne? Also man lernt einfach das Kämpfen. Nein! Oh, weil du hier gestartet hast, du kleiner Ratte. Scheiße, scheiße, scheiße! Das ist so knapp. Mach was. Nicht das. Komm. Ja. While you still can. Boah. Das war echt knapp. Was tust du? Hilfe. Okay. Okay, oh cool, perfekte Parade. Das war ganz geil. Das war gar nicht so geplant. Surrender. You can't win. Okay, er will wieder prügeln. Oh, hast du daneben geschlagen? Habe ich dich geblockt? Das tut mir jetzt aber ein bisschen leid. Oh, scheiße. Okay, ich setze, glaube ich, lieber auf normale Schläge. Ah, oh, das habe ich doch getroffen. Viele? Zwei. Und ich lass mich treffen! Warum? Ich kriege auch nur einen Kasten zurück, sehe ich gerade, wenn ich einen schaffe. Das ist. Okay, es kann spannend werden. Vier macht er. Okay. Zu spät. Ja, auf den Sack gekriegt, wa? Oh. Auf jeden Fall, das war halt auch genau der Grund, ne? Weswegen ich mir damals beim ersten Durchspiel die Frage gestellt habe, hör mal, bin ich eigentlich überhaupt eine Gute? Weil der hier, das ist ja eigentlich einfach nur ein... Oh, fuck. Ich habe die Richtung falsch in Erinnerung gehabt. Ach, du Scheiße. Ja, ich glaube, den müssen wir normal machen, habe ich fast das Gefühl.
Ja, weil es halt einfach ein rechtschaffender Ritter ist. Und, hätte er für seinen Sohn kämpft und so, ne? Wer sind wir hier? Wir wollen ihm schön auf den Sack hauen. Was bitte? Alter. Boah, das wird. Ich glaube, das wird nicht gut enden. Alter. Boah, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Wenn überhaupt. Nein, wieso denn, Mann? Fuck, da geht er down. Und wir können es nochmal machen. Aber keine Ladepausen. Das ist geil. Das ist geil. Das ist aber auch echt traurig, dass ich gestorben bin. Ich habe das Spiel sowas von gar nicht mehr drauf, ne? Wirklich so gar nicht mehr. Ich habe damals beim ersten Mal durchspielen, ne? Ich weiß nicht, ob gegen den. Ich glaube, ich bin gegen den auf jeden Fall nicht gestorben. Nee. Nicht gegen den. Oh mein Gott. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Egal, komm. Jetzt wissen wir ein bisschen besser Bescheid. Das Schlimme ist, ich muss auf jeden Fall ausweichen und kontern. Das muss ich mir mal wieder irgendwie ins Gehirn reinballern. Dass ich das auch wieder hinkriege. Ich habe mir nämlich gestern noch Spaß nochmal nach der Aufnahme die Trophäen angeguckt. Die gibt's echt Shit, den man machen muss. Wie 10 Meter dann da kontern oder so. Ne, oder komplett gehe ich dann ein bisschen ohne getroffen zu werden. Und so einen ganzen Scheiß habe ich einfach geschafft. Ich weiß gar nicht wie, wenn ich mir jetzt mal so angucke, was ich hier gerade so treibe, ey. Ist ja schlimm. Komm. Okay. So, erste Runde ist gleich geschafft. Und tschüss. So, das war doch echt gediegen. Von gerade auch so diese Wellen abwehren, ne? Da habe ich echt Probleme mit momentan. Ich kann auch nicht erklären, woran es liegt. Okay, jetzt will er wieder prügeln. Komm her, du Sau. Oh, einfach mal einen Schlag mitgeben. Kann man ja mal machen, ne? Okay, Hälfte ist gleich schon mal weg. Oh, Mann, ey, das nervt mich. Give up while you can. It's the right thing to do. Ich muss auch öfter, also beziehungsweise besser mal auf die Gegner gucken, damit ich überhaupt weiß, was die vorhaben. Ob sie jetzt nochmal schlagen wollen oder nicht.